Als nächster Redner zu Wort gemeldet Walter Rosenkranz, FPÖ-Klubobmann. Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung. Ich gratuliere dieser Bundesregierung dazu, dass die Vereinigte Opposition eigentlich nichts anderes zusammenbringt, außer Sondersitzungen zum BVD. Die Regierung arbeitet derartig grandios, dass es nicht einmal andere Themen gibt für Sondersitzungen. Eine weitere Gratulation an den Herrn Innenminister. Herr Innenminister, Sie werden von der Opposition bezeichnet als gefährlichster Innenminister. Aber ich kann Ihnen eines sagen, Herr Innenminister, Sie werden dieses Haus mit der heutigen Abstimmung auch als erfolgreicher Innenminister verlassen. Weil Sie sind nur für eine Gruppierung hier gefährlich. Und das sind die Herrschaften, die dort sitzen. Weil dank Ihrer Arbeit für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher werden diese Parteien keinen richtigen Meter mehr in dieser Republik machen. So. Der Herr Kollege Jarolim, der zuerst hier war, ist um 14.27 Uhr, also noch fast 2,5 Stunden dieser Sitzung, endlich draufgekommen, dass er nicht im Tourismusausschuss sitzt. Sie können an sich den Gehalt seiner Aussage hier bewerten. Was aber insgesamt noch zusätzlich beginnen wird, was wir hier beginnen, es erfolgt eine immense Täter-Opfer-Umkehr hier. Ich schlafe nicht gut und höre vielleicht auch keine anonymen Stimmen. Vielleicht manche, die in ihrer Gemeindewohnung in Wien sind und am Abend schon anonyme Stimmen hören, was alles in Österreich passiert, und manche, die im Prater in die Kristallkugel hineinschauen. Ich schlafe nicht gut, wenn es Ministerialbeamte in sensiblen Bereichen gibt wie dem BVD, die unter dem Verdacht stehen, dass sie etwas Strafbares gemacht haben. Und wenn es Maßnahmen gegeben hat, eine Hausdurchsuchung, die als überschießend bezeichnet wurde und verschiedenes andere, dann hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im selben Atemzug gesagt, dass sich die Verdachtslage gegen 4 Beamte verdichtet und erhärtet hat. Das ist eigentlich die Tatsache und nicht derjenige, der es aufgegriffen und angezeigt hat. Das ist der Zustand, der hier angeschaut werden muss. Ermittlungsdruck, ja, ich sage Ihnen eines, die Staatsanwaltschaft hat einen Ermittlungsdruck. Und wenn ich von den Neos höre, in meiner Art und Weise, muss ich das sagen, es ist unverantwortlich, die Staatsanwältin hier derartig zu beschimpfen und zu sagen, dass sie willfährig sei, und im gleichen Atemzug, Frau Kollegin Christ, zu sagen oder nichts zu sagen. Sie müssen den Schlusssatz formulieren, Herr Klubobmann. Recht der Justiz und eine politische Verantwortung für die unabhängige Justiz kann es weder in diesem Haus, sondern nirgendwo geben.